Heute werden wir eine kleine Beschwörung machen und ein bisschen talken, jo Leute. Freut ihr euch über talken, Alter? Ja, ist ein bisschen ruhig derzeit bei mir, ne, wie man unschwer erkennen kann. Hat zwei Faktoren. Zwei Faktoren hat's. Erst einmal, ihr seht, ich bin auf dem Emulator unterwegs. Ne, das ist bei mir in der Regel nicht der Fall. Ja, weil eigentlich mache ich es immer schön lieber über Tablet, dies, das. Ist mir immer ein bisschen lieber, als sowas zu nutzen, bis Steam-Version rauskommt. Aber die Steam-Version kommt erst am, im Januar raus, 2024. So, das wollte ich sagen. Warte mal, wie viele Schriftrollen haben wir jetzt, was Mystische angeht? Okay, warte mal, wir machen mal kurz Shop-Refresh, ist auch für die eine da. Und ich war halt so ein bisschen am rumtüfteln, warum bei mir die Qualität auf dem Tablet auf einmal kacki ist. Ich habe keinen Grund gefunden. Ich habe jetzt noch eine Vermutung, woran das liegen könnte. Aber diese Vermutung ist nicht so günstig. Nein, es hat nichts mit dem Tablet selber zu tun, sondern mehr mit dem Adapter zu tun. Und weiß nicht, ob ich das jetzt dafür ausgeben möchte, wenn ich sowieso nächstes Jahr auf Steam hätte gewechselt. Ist es halt jetzt einfach ein bisschen was anderes so. Das will ich damit nur sagen. Wir gehen mal eben in den Channel, wo ich beschwören möchte. Das ist 14.06. würde ich sagen. Gehen wir einfach. Ja, gehen wir einfach da rein. Und ja, das ist so Punkt 1. Ich habe halt rumgewurschtelt, ne, um zu gucken, woran es liegen könnte. Habe keinen Fehler gefunden. Wenn ich Switch anschließe oder PlayStation 5, ist das kein Problem. Nur bei dem Tablet macht's Faxen. Und das passt mir gar nicht. Ja, das passt mir absolut nicht. Deswegen bin ich jetzt auf dem Emulator unterwegs. Das nächste, was Sache war, man hört es wahrscheinlich noch, ich bin, war erkältet. Ja, immer noch ein bisschen, man hört es wahrscheinlich, ne? Dadurch konnte ich jetzt natürlich auch nicht so viel aufnehmen. Beziehungsweise gar nichts aufnehmen. Und ich hatte auch nichts auf Lager oder sonst was. Deswegen machen wir eine schönschellige Beschwörung, damit ihr up to date seid, was das angeht. Ob es jetzt in Zukunft, also diese Woche, ob es da jetzt aktiv weitergeht mit Beschwörung, mit Videos, kann ich aktuell noch nicht sagen. Kann sein, dass es erst im Laufe der Woche oder Ende der Woche oder spätestens vermutlich Anfang nächster Woche wieder regulär weitergeht. Ja, das kann ich, so viel kann ich halt sagen. Ich sehe gar nicht den Ladekreis hier, was ist da los? Okay, das ist irritiert ein bisschen. Und, das wollte ich eigentlich loswerden, dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst, warum, wieso, weswegen jetzt aktuell jetzt echt nicht so viel kommt. Na, das liegt halt unter Umständen genau an diesen Aspekten. Problem ist, wir werden sehr schnell durch sein wahrscheinlich, weil ich habe nicht so viele Schriftrollen. Wir müssen 10er Sam machen, weil ich keinen Bock habe, ganze Zeit hier zu machen. Werde ich aber trotzdem gleich machen. Und ja, ich hoffe, ich huste euch jetzt nicht gleich voll. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich hoffe, das funktioniert mal kurz ohne Husten. Würde wahrscheinlich auch kein mega langes Video sein. Aber okay. Samurai, wenn du eine gute Beschwörung sagst, bin ich mal gespannt, ey. Sieht bis jetzt noch nicht ganz so stark danach aus. Bin ich voll? Wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Ja, ist jetzt echt eine Umgewöhnung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach, also vor allem, ich gucke jetzt immer nach da oben, weil da oben ist jetzt mein Ding, weil ich hier jetzt spiele. Da seid ihr aber. Ist schon weird. Ich weiß, ist alles weird. Ist eine komplette Umstellung für mich. Das ist richtig hart. Ja, also wundert euch da nicht. Genauso, wie zoome ich hier raus, Alter? Ich hasse das, wenn das so nah an einem dran ist. Richtig belastend, ey. Richtig belastend. Naja. Okay, Skill-Ups hier für Iris ist schon mal ganz nett. Ja, immer noch nicht Max-Skills. Aber ich suche eigentlich Phantom Thieves. Aber wetten, genau die bekomme ich jetzt wieder nicht. Wir kennen das Spielchen. Man kennt das Spielchen, dass ich den genau jetzt nicht kriege. Aber egal. Machen wir erstmal weiter. 30 nochmal so. Und wir haben Montag. Ich beschwöre nie gerne an einen Montag. Das wissen die meisten wahrscheinlich. Bin ich überhaupt nicht der Fan von. Genau aus diesen Gründen hier. Passiert nämlich nichts. Man kriegt nichts. Aber naja. Mir ist jetzt aktuell nichts Besseres auf der Schnelle eingefallen, wo ich euch so ein bisschen mal up to date halten kann, was das jetzt angeht so. Weil das schon wichtige Faktoren sind. Vor allem das jetzt mit dem Emulator finde ich jetzt schon wichtig, euch zumindest mal mitzuteilen. Okay. Tetra. Braucht ihr ja für Sealed. Ja. Okay, davon habe ich mehr als genug. Also die sind schon ein bisschen nervig. Ich meine jetzt ein paar Solos haben, sonst sind wir zu schnell durch.
Ich hoffe, ihr hört das zu Klicke übrigens jetzt nicht so stark. Das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Atri-Scrolls oder so. So jetzt die von den Level-Ups und sowas, ne? Sowas halt. Sugoretta. Leider falsche Farbe. Hätte ich mir den Wind jetzt nochmal gebaut? Weiß ich nicht. Also deswegen kommt bei mir jetzt wahrscheinlich auch nichts viel zum Balance-Patch. Das kann ich noch sagen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass ich ein paar Sachen zum Balance-Patch mache. Wobei sich da sowieso jetzt nichts groß geändert hat, muss man halt an der Stelle aussagen, ne? Ich glaube, es sticht kein krasses Monster raus. Vielleicht Adriana so ein bisschen mit dem Speedlead jetzt. Das ist schon eigentlich ganz cool. Aber die habe ich eh nicht. Also die könnte ich jetzt sowieso nicht testen für euch. Ne, das ist halt so das Ding. Ansonsten, ich glaube, sonst hat der Balance-Patch in der fast gar nichts gemacht. Sind wir mal ehrlich? Ich glaube, der hat gar nichts gemacht. Ne, also, ja. Naja. Deswegen, ich glaube, da wird wahrscheinlich nicht viel kommen bezüglich des Balance-Patches. Bei mir jetzt so. Also darauf braucht ihr wahrscheinlich nicht warten. Vielleicht haue ich irgendwann mal hier und da mal ein paar Videos raus zu spezifischen Monstern. Aber es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Na, also wenn, dann lasse ich es mal so einfließen irgendwie so. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, so beiläufig mit reinnehmen. Aber so speziell werde ich wahrscheinlich keine Videos dazu machen, weil ich denke, dass das lohnt sich bei dem Balance-Patch halt einfach nicht. Ja, das ist halt das Ding. Und ich habe jetzt auch keinen Jäger oder so, wo es sich vielleicht ein bisschen mehr lohnen würde. Habe ich auch nicht. Deswegen, naja, wie zoomt man hier raus, Leute? Let's go, komm schon. Da ist er ja. Der Phantom Thief. Nee, ist ein Aquila. Den Kack brauche ich nicht. Ob wir LDs aufmachen, by the way, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich ein bisschen kleines Premium Summons sparen. Ne, das ist halt so das Ding. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ja. Oh, ja, die war ich auch am Überlegen zu bauen, aber da habe ich gesehen, dass ich keine Skill-Ups habe, da habe ich es gelassen. naja, okay, den habe ich mir nicht vorzubauen, nicht mal ansatzweise. Okay, back-to-back-to-back Lightning. Wo ist die Marsha? Wo ist die Marsha, frage ich mich hier. Das einzige Net 5, was mich interessiert. Aktuell oder so overall gesehen. Also das würde ich neben noch immer spielen, ne? Dass ich Irene bekommen habe, wisst ihr, ne? Ja. War, glaube ich, das letzte Video. Aktuellste Video, sage ich mal. Naja, nee, gar nicht wahr. Das die Fortress-Video. Das ist das aktuellste Video. Genau. Das ist jetzt nicht so, dass. Also, das ist jetzt das aktuellste, logischerweise. Aber okay. So, komm schon. Ich will. Krieg ich wenigstens ein Net 5 hier raus, irgendwie, please? Ein Net 5, bitte. Man sieht den Ladebildschirm hier gar nicht. Was ist das? Brind, Alter. Was ist das denn? Nicht mal Phantom Thief. Jetzt aber, oder? Gib mir Lure. Oder irgendein, ich weiß es, Jean oder wie die heißen. Hä, ein Totoro, Alter. Ich hoffe, das läuft eigentlich hier auch alles. Ich hoffe, das sieht auch einigermaßen gut aus. Ich weiß es nicht. Na, ich habe nicht groß getestet. Das ist jetzt mehr so ein Try-and-Error-Ding. Ich hoffe, es funktioniert einfach irgendwie. Ansonsten müsst ihr damit leben, dass die Quali scheiße ist für dieses Video. Ja, ist auch so ein kleines Testvideo für mich einfach mal, um es einfach mal zu testen. Ich habe, wie gesagt, noch nie, ich habe einmal was mit dem Emulator aufgenommen, das war damals noch so eine kleine Babyserie zum Anfänger-Account, aber das ist schon Ewigkeit näher. Ja, ich bin auch überhaupt nicht der Fan von Emulatoren, also am liebsten hätte ich auf Steam gewartet, aber dann hätte ich nichts machen können bis dahin, ist ja auch kacke, ne? Ne, deswegen bleibt mir das jetzt nur übrig, erstmal. Ne, das ist halt so das Ding. Bleibt mir das erstmal nur übrig. Komm, die letzten 10 hauen wir jetzt auch nochmal Solo-Summon durch. Ich weiß, ist jetzt echt anstrengend zum Angucken. Tut mir leid. Aber ich will das Video jetzt auch nicht in 3 Minuten durchhaben bei den 200 Sums da. Das wollte ich jetzt nicht. Kriegen wir noch einen Lightning? Wahrscheinlich nicht. Nö. Okay, wartet mal. Stonies hier. 2 Stück für Eladriel. Eladriel. Let's go. Bräuchte ich Skill-Ups? Ja, den hier bräuchte ich noch als Skill-Up vielleicht. Der Rest interessiert mich nicht. Nein, will nichts kaufen. Let's go. Oh. Machen wir LS zumindest auf? Also LDs auf keinen Fall. Also unwahrscheinlich. Wir könnten auch die hier aufmachen wahrscheinlich. Ja, die können wir noch aufmachen. Da gehe ich ja mal kurz ins Lager. Nein, ich will nichts kaufen, Junge. Richtig anstrengend, Mann. Oder Anubis. Amana, Alter. Ich habe keine Skill-Ups für den. Würde ich auch hier und da mal spielen. Zumindest im Offense-Bereich. Krieg gar nichts. Naja, vielleicht jetzt LS. Die LS, die gönnen jetzt, ne? Ich kann jetzt auch kein Schwuppdiwupp mal machen, Leute.
Ah, jetzt freuen sich einige. Jetzt, er kann ja nicht mal machen, ey. Ja, wie soll ich das denn am PC machen? Ja, ist ja jetzt scheiße, ne? Muss ich so auf meine Skills vertrauen? Meine nicht vorhandenen, wie man sieht. Komm schon. Bring mal einen Netpfeif raus jetzt hier. Oh ja, ist das der Feuer? Oh, der ist neu. Hey, den wollte ich sogar haben. Oh, nice. Den wollte ich tatsächlich haben. Oh, cool. Hey, das ist cool. Das feiere ich. Oh, der ist neu. Und ist, also, ich wollte ihn haben. Es wurde auch gefragt, warum ich den haben wollte. Es liegt an... Okay, der Samurai. Nee, zu viele Samurais verderben den Brei. Nee, will ich nicht öffnen. Warum ich den haben wollte? Erstmal, er ist ein HP-Typ, ja? Also der wird nicht unbedingt wie Bison gebaut. Also doch schon. Also man kann ihn ungefähr wie Bison bauen. Ne? Also jetzt nicht wie der Bison, sondern eher so wie der Weltarena Bison. Er ist relativ tanky und hat einen Deathbreak. Und er macht soliden Schaden. In der Regel. Den werde ich auch bauen. Sehr wahrscheinlich. Ich finde ihn cool. Okay, jetzt aktuell werde ich ihn noch nicht bauen. Und er ist neu. Das ist so der Punkt. Ja, und der deswegen, also hauptsächlich wollte ich wegen ein Feuer-Deathbreaker haben. Für die Weltarena. Ja, es gibt so Tessarion oder so ein Kram. Spiele ich aber nicht. Ja, wenn man hier mal guckt. Meine Weltarena. Ja, ich bin übrigens auch rausgeflogen hier. Aber das liegt nicht daran, dass ich inaktiv war, sondern weil die Season bald zu Ende geht. Und ich habe meine ganze 58 Kämpfe gemacht. Der Wahnsinn, ne? Deswegen hatte ich Helena gebaut. Damals. Finde ich auch gut. Ja, es gibt noch den. Aber der ist auch wiederum, ich finde, der ist sehr schwer zu bauen. Da finde ich den Typ hier leichter zu bauen. Und der ist ein bisschen mehr auf Überleben. Na, wobei, man kann die ungefähr vergleichen, finde ich. So ein bisschen. Nur, dass er gestunt werden kann. Ja, nicht. Ne? Also, er könnte overall ein bisschen besser sein. Aber auf jeden Fall, deswegen wollte ich ihn haben. Na, und ja, der hat nun G-Lead. Er hat halt leider overall Death Lead, also wäre besser in der Regel. Aber ja, deswegen wollte ich den haben, weil ich den eigentlich overall echt solide finde. Das ist halt das Ding. Und es ist ein neues Monster. Das freut mich. Das freut mich tatsächlich sehr, sehr stark. Und jetzt darf ich erstmal Magie-Essenzen farmen. Sehr schön. Okay. Ist sogar das Team, ne? Er ist das Team. Okay, dann, das war's auch schon. Also, wie gesagt, die LDS werde ich nicht, LDs werde ich jetzt nicht aufmachen. Ja, die spare ich mal so ein bisschen wieder so auf 30. Dann machen wir so ein kleines Premium-Summoning. Wahrscheinlich dann so, wann ist das? 4 habe ich noch in Reserve. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, wahrscheinlich. Also vor Weihnachten wird es, glaube ich, schwierig. Aber ich versuche mal. Aber ich glaube, das wird nicht machbar sein. Ja, irgendwann halt. Werdet ihr sehen. Okay, gut. Ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Jetzt seid ihr auf jeden Fall up to date. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.